Flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung. Die Polizeidirektion Zwickau führte am Nachmittag des 14. März vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Kontrollzeit wurde bewusst gewählt, um die Verkehrsteilnehmer gerade zu Unfallschwerpunktzeiten zur Einhaltung der Geschwindigkeit zu veranlassen. An insgesamt 30 Stellen wurden die Autofahrer kontrolliert und teilweise auch direkt angehalten, um sie mit ihrem Fehlverhalten zu konfrontieren. Während der vierstündigen Aktion wurden fast 16.500 Fahrzeuge gemessen, von denen 835 zu schnell waren. Negativer Spitzenreiter war ein Zwickauer Autofahrer, der bei erlaubten 70 km/h 125 km pro Stunde fuhr. Ziel der groß angelegten Aktion war die nachhaltige Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger im Straßenverkehr. Ehrenamt gewürdigt. 31 Sportfunktionäre wurden am 12. März für ihre langjährige ehrenamtliche Arbeit ausgezeichnet. Die Veranstaltung im Landratsamt in Plauen erfolgt traditionell im Vorfeld der Sportlergala. Überreicht wurden die Pokale und Urkunden von Vizelandrat Rolf Keil und dem Präsidenten des Kreissportbundes Steffen Fugmann. Seit 1997 werden Trainer, Übungsleiter und Kampfrichter der Region für ihre Unterstützung gewürdigt. Die Vogtlandsportgala wird dieses Jahr am 29. März in der Festhalle Plauen veranstaltet. Geläut hat ausgedient. Drei der vier Glocken in der Treuener St. Bartholomäuskirche läuteten am 16. März das letzte Mal zu einem Gottesdienst. Das fast 70-jährige Geläut aus Eisenhartguss fängt an zu rosten und muss durch ein neues ersetzt werden. Die neuen Bronzeglocken wurden am Freitag in Innsbruck gegossen. Doch bevor sie in Treuen läuten können, müssen die alten erst einmal raus. Laut dem Glöckner Ulrich C. soll das höchstwahrscheinlich in der nächsten Woche passieren. Die fast 3 Tonnen schwere große Glocke und ihre 2 kleineren Schwestern werden dann auf dem Treuener Friedhof aufgestellt. Vogtländische Lieblingsbücher kommen aus Rodewisch. Siegfried Walters Sachbuch »Leben in dunklen Zeiten« ist des Vogtländers Lieblingslektüre 2012. Der Rodewischer Ortschronist und Titelverteidiger verwies die Krimi-Autorin Maren Schwarz, ebenfalls aus Rodewisch, und den Klingenthaler Karl-Heinz Schmidt auf die Plätze 2 und 3. Die Preisträger wurden am 16. März traditionell in der Kapelle Neuensalz gekürt. 52 Bücher standen zur Auswahl, 1000 Stimmen wurden abgegeben. Die Auszeichnungsveranstaltung war gleichzeitig der Startschuss für eine neue Auflage des Literaturwettbewerbes. Die Aktion Vogtlands Lieblingsbuch wird seit 2007 von der Vogtländischen Literaturgesellschaft Julius Mosen veranstaltet. Hilfreich! Zum Tag der Rückengesundheit fanden am 15. März deutschlandweit Aktionen und Informationsveranstaltungen rund um das Thema Rückengesundheit statt. Es handelte sich um einen Aktionstag des Bundesverbandes der Deutschen Rückenschulen und der Aktion Gesunder Rücken. In Bad Elster bei den sächsischen Staatsbädern lautete das Motto: Tust für dich täglich 15 Minuten Rückenfitness. Bei uns können Sie im ganzen Tag Rückenschulen kostenlos besuchen. Sie können bei uns einen Polartest machen. Das heißt, wir bekommen Ihr Alterhaus anhand Ihrer Fitness. Es werden verschiedene Werte genommen. Daraufhin kriegen Sie von uns einen Trainingsplan zusammengestellt, wie Sie dann diese ganzen Faktoren verbessern können. Zusätzlich wurden Massagen und ein gratis Rückenschulkurs angeboten. Traditionsreiches Haus feiert Jubiläum. Das Kulturhaus in Beheide kann auf 40 Jahre zurückblicken. Der runde Geburtstag wurde mit vielen Gästen und einem bunten Programm am 15. März kräftig gefeiert. Unter den Besuchern war auch der ehemalige Fliegerkosmonaut Sigmund Jähn, der sich noch gut an den 24. September 1978 erinnerte. Nachdem er 3 Wochen zuvor ins All flog, wurde er im Kulturhaus feierlich und mit grünen Klößen empfangen. Das traditionsreiche Gebäude war früher ein Gasthof. Ende der 1960er Jahre wurde es um- bzw. ausgebaut und am 2. März 1974 eingeweiht. Das Kulturhaus galt zu DDR-Zeiten als bedeutsamer regionaler Anziehungspunkt im Raum Auerbach, so die Ortsvorsteherin und Festmoderatorin Bettina Groth. Ausstellung dokumentiert Kreizer Flut. Seit dem 16. März ist im unteren Schloss Kreiz die Ausstellung Frühlingsalbträume – Die Flut in Kreiz zu sehen.
Gezeigt werden knapp 170 Aufnahmen des Greizer Fotoclubs und von Greizer Bürgern, die während des Hochwassers im vergangenen Jahr entstanden sind. Ergänzt werden sie mit großformatigen Luftbildaufnahmen sowie einem Rückblick auf ehemalige Flutkatastrophen in der Schloss- und Residenzstadt. Zur Eröffnung sprach unter anderem Carsten Scharschmidt als unmittelbar Betroffener. In seinem Hof stand das Wasser rund einen Meter hoch und er hat nun mit der Bürokratie zu kämpfen. Jedoch sprach er von einem Glücksfall, dass kein Mensch zu Schaden kam und das Wasser nur 24 Stunden in der Stadt blieb und so weniger Schaden anrichten konnte. Die Ausstellung ist noch bis zum 11. Mai zu sehen. Der Reiz der Weiblichkeit. So lautet der Titel einer Ausstellung in der Touristinformation im Zöwischen Haus in Oelsnitz. Birgit Tümmler, die Leiterin der Touristinformation, stellte in ihrer Laudatio den Ausstellungsleiter Manfred Strölein aus Kulmbach vor, der mit seiner Ehefrau diese Exposition vorbereitet hat. Die erotischen Bilder sind Werke der derzeitigen Mitglieder des Fotoamateurclubs Mainlois Kulmbach e.V., eines seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Fotoclubs zählenden Vereins. Strölein konnte auf das 60-jährige Bestehen des Clubs verweisen, der mehrmals als deutscher Fotoclubmeister ausgezeichnet wurde und mit vielen Fotofreunden im In- und Ausland in Verbindung steht. Mit öffentlichen Veranstaltungen und Ausstellungen vermitteln die Clubmitglieder die Schönheit ihres künstlerisch geprägten Hobbys. Diese Ausstellung ist bis zum 25. April im Zöbelschen Haus in Oelsnitz zu sehen. Sehenswert. Der monatlich stattfindende Kreativkurs Mal mit in Landwüst ist sehr beliebt. Unter der fachkundigen Anleitung von Diplom-Designer Wolfgang Röh entdecken Anfänger und Fortgeschrittene Lust am Malen und Zeichnen. Und jeder malt mal nach seinem Gutding und wird von mir angeleitet, in der Form, wie er vielleicht das noch besser machen kennt oder wie er die Farben setzt oder die Perspektive, was ich immer besonders betone. Seit dem 15. Februar ist die Ausstellung Doofbilder im Vogtländischen Freilichtmuseum Landwüst zu sehen. Sie zeigt Werke des Maltreffs Bad Elster. Die Künstlerinnen verarbeiten in ihren Bildern typisch dörfliche Themen und Motive der vogtländischen Heimat. Die ausgestellten Werke zeigen die Region mit einem liebevollen Blick, wecken dabei Erinnerungen und verleiten auch zum Schmunzeln. Galerien der Spitzenstadt mit neuen Ausstellungen. Bilder und Worte des Mönchengladbachers Frank Rockheberle können seit dem 14. März im Plauner Malzhaus bewundert werden. Der in Berlin geborene Künstler verbindet viel mit der Spitzenstadt. Hier war sein Großvater Lehrer, der das Talent von seinem Enkel früher kannte. Frank Rockheberle sind Ablesbarkeit und der Transport von Botschaften in seinen Kunstwerken wichtig. Die Bilder und die passende Literatur dazu sind noch bis zum 13. April zu sehen. Etwas länger, nämlich bis zum 26. April, hängen die Werke von Elke Wolf in der Galerie des Bundes Bildender Künstler Vogtland in der Bärenstraße aus. Hier Aufnahmen vor der Eröffnung der Ausstellung am 14. März. Unter dem Titel Berge, Meer, Bäume zeigt die Plauner Künstlerin Zeichnungen und Bildgewebe mit Landschafts- und Naturmotiven. Elke Wolf ist seit 1981 freischaffend tätig und gehört zu den Gründungsmitgliedern des Bundes Bildender Künstler Vogtland. Goldene Wade geht ins Erzgebirge. Der FG Grottendorf hat den Sexman Dance Contest gewonnen. Sie setzten sich am 15. März im Haus Vogtland in Plauen gegen sechs Männerballetts aus dem Freistaat durch. Mit ihrer Ami-Show tanzten sich die 11 Grottendorfer Jungs in die Herzen der Zuschauer. In schrillen Kostümen und Perücken hatten die Männer ihre eigene Vorstellung vom Ballett und überzeugten somit die Jury. Der Tanzwettbewerb um die Goldene Wade wird abwechselnd vom Kreutzer Karnevalclub und den Wemer Karnevalclub organisiert und durchgeführt. Unter den Teilnehmern waren auch einige vogtländische Balletts. So legten nicht nur der gastgebende WKC, sondern auch Teams aus Holzgrün, Weischlitz und Mühltroff eine heiße Sohle aufs Parkett. Nachwuchs. Der Frühling klopft an und es gibt tierischen Nachwuchs im Oberland. Im Freilichtmuseum Landwüst wurden in den letzten Tagen zwei Lämmer und zwei Böckchen geboren. Und wie jedes Jahr sucht die Museumsleitung Namen für die Tiere. Der erste Vorschlag ist auch schon eingegangen, der bezieht sich auf ABBA und die vier Namen der Bandmitglieder. Wir würden uns freuen, wenn wir noch mehr Einsendungen kriegen und unter den ausgelosten Namen, die unser Team auswählen wird, werden dann Freikarten für unseren Traktorentag am 11. Mai verlost. Futter ist immer das beste Lockmittel. Mhm.
Auch auf dem gläsernen Bauernhof in Siebenbrunn gibt es Jungtiere. Hier sind es unter anderem 6 kleine Zicklein. Auch für sie werden noch Namen gesucht. Ja, das ist jetzt ein Konzept des gläsernen Bauernhofs, durch Tiere Menschen ein bisschen näher mit Natur und Landwirtschaft vertraut zu machen. Und besonders Kinder, die ja kaum noch irgendwie Zugang zu Haustieren haben, ist es wichtig, das nahe zu bringen. Zu den Öffnungszeiten haben sie die Gelegenheit, in beiden Einrichtungen die Tiere zu sehen. Dann ist die Namensfindung sicher auch leichter.